Tada. Funktioniert das? Yay, ich bin online. Gut, das drehe ich jetzt gleich mal ab, den Ton hier. Ton abgedreht, ich höre mich nicht mehr. Perfekt. Ich habe Disco Elysium gestartet. Yes. Freundes. Let's play a new game. Ah, kann man das auf Englisch ausspielen? Ich würde es ganz gerne auf Englisch spielen. Einstellung zurücksetzen. Sprachmodus? Wie kann man den Sprachmodus einstellen? Wieso ist das auf Deutsch eingestellt? Ich will nicht auf Deutsch haben. Ah, da. Englisch. Auf Englisch gibt es nämlich eine Sprachausgabe. Das heißt, das Spiel spricht das Spiel mit dir. Und das Spiel ist auch ursprünglich in Englisch geschrieben. Das heißt, das Ganze macht das Ganze besser. Ich werde zwar auf Deutsch streamen, aber trotzdem spielen wir das Spiel auf Englisch. Options. New Game. Bevor wir auf New Game gehen, hole ich mir schnell was zu trinken. Über Twitch zu spielen. Und das nächste Mal habe ich vielleicht sogar einen zweiten Computer oder einen zweiten Bildschirm da und kann das gleichzeitig anschauen. So muss ich das über meinen Administrator machen. New Game. Okay. Okay, wir können Create Your Own. Wir machen unseren eigenen Charakter. Ein Thinker. Wieso ist der Thinker bei Psychological nur 1 und Motion 4? Sensitive Psychology 5. Was ist Füß? Create your own. Machen wir das so. Okay. Okay, 3 ist average. 1 ist terrible. Und 5, nein, wir brauchen nicht viel Motorik. Motorik ist okay. Physik. Wir sind keine starken Typen. Hier 3, 2, 3. Das ist mehr so der Average-Typ, den wir da machen. So, machen wir 4, 4, 2. Intelligence, raw brain power, how smart you are. Psych. Sensitivity, how emotionally intelligent you are. Physik, your muscularity, how strong you are. Motorics, your senses, how agile you are. Senses gehören da auch dazu. Das bedeutet wohl Wahrnehmung und solche Sachen. Vielleicht sollte nicht so niedrig machen. Ja, aber 4-4-2-2. Das ist ganz okay. Das passt zu mir. Diese Art von Charakter. Next. Okay. Wir haben, das kenne ich von dem
Ding, den ich gesehen habe. Wir haben hier Skills. Jeder dieser Dinger hier, was auch immer, Fertigkeiten, nein, Fertigkeiten, keine Ahnung, von diesen Grundattributen, Intellekt, Psych, Psyche, Physik, das heißt Körperkraft und Motorics, das heißt Gewandtheit oder so irgendwie, hat insgesamt 6 Skills, die davon abhängen. Und am Anfang ist es so, dass man jedes Skill so weit kann, wie man die jeweiligen Dings hat. Diese Attribute ändern sich, glaube ich, eher nicht. Man kann zum Beispiel hier, wenn man Intellect 4 hat, noch 4 zusätzliche Punkte reinstecken. Das heißt, Logic kann man auf 8 insgesamt erhöhen. Aber Reaktionsgeschwindigkeit kann man nur auf 2 erhöhen, auf 4 erhöhen. So, Skill you select will gain +1 bonus. Additionally, the learning cap of every skill of the same type will be raised by +1. Okay, wir könnten zum Beispiel eins von denen da als Signature Skill machen, dann können wir die auch mehr verbessern. Das heißt, da sind wir nicht die totalen Loser dann drinnen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ich glaube hier, die Motorics sind nicht schlecht. Perception, Wahrnehmung, Reaktionsgeschwindigkeit, Savoir-faire, keine Ahnung, was Savoir-faire ist. Oder Interfacing oder Composure, Hand-Auge-Koordination, das sagt mir was. Für Savoir-faire, Interfacing und Composure brauche ich eine Übersetzung. Vielleicht sollte ich es mir doch nicht auf Englisch antun. Ah, schau an. Es ist tatsächlich ein Kind da. Ah, warte mal. Ist das mein Bot? Will sagen, mein Admin? Gute Frage. Okay, ich brauche ganz kurz, was ist Savoir-faire? Wer weiß das? Definition of Savoir-faire, Merriam-Webster. Savoir-faire, capacity for appropriate action. A polished sureness in social behavior. Also man weiß, was man tut. Wie wird das auf Deutsch übersetzt? German. Vielleicht sollte ich doch nicht auf Englisch spielen. German Translation. Begabung. Ach, was ist denn das für eine bestimmte Gewandtheit? Interfacing. Was ist Interfacing? Schauen wir mal. Anpassungsfähigkeit. Schnittstelle, Interface, Verbindung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ist, was Sie meinen. Und Composure. Gefasstheit, glaube ich, ist Composure oder so irgendwie. Also wie gut man mit seltsamen Composure. Ich sollte Leon nehmen, vielleicht. Fassung, ja, Gemütsruhe. Schauen wir mal, was Leo zu Interfacing sagt. Interfacing. Kopplung. Verkettung. Schlussfolgerung oder so irgendwie. Ha, das wird das wahrscheinlich sein. Schlussfolgerung. Okay, gut. Was ist, haben wir da? Endurance, das ist Ausdauer, Pain Threshold, Schmerz, Schmerz. Ich nehme mal an, das da wird uns die Hitpoints geben.
Physical Instrument, Körperbau oder so irgendwie, Electrochemistry, das sind die Drogen oder die Drogensucht eigentlich, so wie ich das verstanden habe. Go to Party Planet, love and be loved by drugs. Ah, da steht sogar eine Information dabei. Shivers, raise the hair on your neck, tune in to the city. Interfacing Master Machines, Pick Locks and Pockets. Okay, Interfacing ist sowas in die Richtung. Sneak under their noses, stun with immense panache. Composure, straighten your back, keep your poker face. Okay, Half-Light. Okay, das ist, wie gut wir im Zwielicht oder mit den zwielichtigen Kreaturen umgehen können. Let the body take control, threaten people. Interesting. Ja, also grundsätzlich vielleicht wäre das nicht so schlecht, aber ja, was jetzt haben wir es schon gemacht. Was ist Volition? Hold yourself together, keep your morale up. Ah, okay, das ist wahrscheinlich unsere geistige Gesundheit. Inland Empire. Ah, das weiß ich, wie das ins Deutsche übersetzt wird. Das ist Innenleben. Hunches and Gut Feelings. Ja. Empathy ist Empathie. Work your mirror neurons. So. Fachwissen. Ah. Meine Tochter spricht mit mir, finde ich gut. Authority, klar. Esprit de Corps. Connect to Station 41. Understand Cop Culture, okay. Suggestion ist so viel wie Sachen Leuten einreden. Charm men and women, play the puppet master. Okay. Visual calculus. Visuelles Kalkül. Reconstruct crimes. Ah, ich glaube, das ist wichtig. Wir sind Detective. Schon gut, dass ich da auf 4 gehe. Conceptualization, Konzeptbildung oder so irgendwie. Drama, play the actor, lie and detect lies, okay. Also unser Lügendetektor quasi. Rhetorik, also wie wir sprechen mit anderen. Practice the art of persuasion, enjoy rigorous intellectual discourse. Enzyklopädie. Call upon all your knowledge, produce fascinating trivia. Soweit ich weiß, haben wir am Anfang unser gesamtes Gedächtnis verloren. Das heißt, Enzyklopädie sollte eigentlich nicht da sein. Logic. Wield raw intellectual power, deduce the world. Okay. Passt. Ich glaube, ich verstehe alles. Wir nehmen, glaube ich, eins von da unten. Hand-Auge-Koordination oder Perception, weiß ich nicht, Perception klingt gut. Oder, ja, nehmen wir Perception vielleicht. Ich glaube, Wahrnehmung ist keine schlechte Wahl. Ich glaube, Wahrnehmung werden wir oft brauchen. Set Signature. Yes. Confirm. Yo, man. Wie schon gesagt, ich bin nicht sicher. Furies are at home in the mirror. Their address. Even the clearest water, if deep enough, can irgendwas. Na gut. Beginnen wir. Warte mal. Ist jemand da? Nö. Nur meine Tochter. Hört ihr das? Okay. Hat man das gehört? Ist eine gute Frage. Ja.
Reptiliengehirn. Wir müssen an nichts anderes mehr denken, für jemals mehr. Never ever ever. Simply keep on non-existing. Ja, bleiben wir einfach non-existent. Ah. Ex-Frau. Also, wir fangen sehr, sehr, wie sagt man, Stereotyp an. Wir sind ein Cop und wir haben eine Ex-Wife. This is great. Give me some more. What was that about the ex something? Okay. No, I wanted to know about the egg something. Ja, yeah. Ich weiß nicht. Wollen wir aufwachen? Vielleicht können wir gleich aufhören mit dem Spiel, indem wir in unserem Selbstmitleid bleiben. How about you cough up some more of that sweet oblivion? Allons-y, let's go. I want to get off now. I like pain and burning light and wanting things from people who don't want to give them to me. Allons-y sollte ich schon allein wegen Dr. Who nehmen. Let's go. Let's visit the ancient Zero home. Look at this. I'm tired of being this type of animal, and who gives a shit? Was wollen Sie damit sagen? Das ist gut. Wenn ich keine Ahnung habe, was es bedeutet, kann ich mich dann ausreden darauf, dass ich keine Ahnung hatte, was ich da angeklickt habe. Tired of being this type of animal and who gives a shit. Not you. Your days of giving a shit and being that type of animal are over. Is this this? Sing me the song of death. Wait, no. I need to belittle myself instead. Do you really? Of course not. I want to sail the inky blackness until forever ends. I do. Let me off. Gute Frage. Scheine ja ziemlich zugedröhnt zu sein. Okay, hey, mein Innenleben meldet sich. Okay, das wird das ganze Spiel über so gehen. Wir sprechen mit unseren inneren Systemen. Für all jene, die das nicht gedacht haben. Wait, I did this to myself. Tell me, what's waiting for me? I don't care, I'm an idiot. A brave. Okay, und wir sehen hier auch, diese Dinge antworten nur dann, oder es kommt auf die Antwort drauf an, ob sie es schaffen. Es ist ein Rollenspielsystem, wo mit zwei Sechsseitern gewürfelt wird und man muss einen gewissen Wert erreichen. Die zwei Sechsseiter werden zusammengezählt mit dem Wert dieses Dings. Da haben wir ja plus 4, das wissen wir ja, weil wir das gemacht haben. Das heißt, wir kriegen für das immer plus 4. Das heißt, wir müssen wohl einen 6er gewürfelt haben, weil unser Total war 10. Easy 8.
Wir haben 8 erreichen müssen und haben 10 geschafft. Fear and apprehension. You should ask what's out there first. Wait, myself? Ja, warum auch nicht? Tell me what's waiting for me. Okay. Böse Affen auf einem riesigen Planeten, offensichtlich. How big is the ball? How small are the apes? Fragen wir so. How big is the ball? Good. Stuking it out. I keep hearing about what's that? Okay, that's sad. Und zwar wirklich, wir sind niemand, der die anderen unbedingt schlagen wollen. Also wenn der Typ ein wenig so ist wie ich, dann schlagen wir keine Leute. That sounds like something I would like to do. Let's go. Nein, that's sad. Yes, it is. And you drowned in that sadness a long time ago. What do you mean drowned? Okay. Das heißt, wir haben offensichtlich die Leute nicht geschlagen. Okay, ein Auto. Danke, Enzyklopädie. Es ist auch laut. Ah, jetzt ist es urlaut. Vorhin war es nicht so laut. Ich glaube, ich drehe die Lautstärke wieder leiser. Okay. Oh, ein nackter Mann. Oh Gott. Ich bin hässlich, das ist wundervoll, das passt sehr gut zu mir. Oh, wir haben, oh, da ist eine Hose. Lasst uns die Hose anziehen. Okay. It says whirling in rags on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number one is etched on it. It should open the door. Okay. Wir kommen also raus. Na gut, wartet mal. Ah, mit Tab kann ich die Dinge mir anschauen, die man anklicken kann. Gut, es gibt diese grünen Dinge offensichtlich, die kann man auch anklicken. This magnum-sized bottle of Commodore Red is empty. Okay. Looks like someone tore out the tape while the song was playing. This reel-to-reel tape player is still on rolling empty. Okay. Jetzt noch was zu sehen. Immerhin haben wir eine Hose an. Herz, was willst du mehr? Oh, da hängt noch was. Was haben wir da? You see bottles in the bathtub. Wine, beer and sweet liquor. Oh, da rennt das auf der Wasserhahn. Da ist ein Spiegel. Nehmen wir zuerst das Hemd. Ich glaube, das ist wichtig. Item gained. Okay. Shirt und Pant. Ah. Bringt uns minus 1 auf Savoir Faire, tight around the ties, aber plus 1 auf Electric Chemistry, tight around the crotch. These golden brown trousers are flare cut. Normal bell bottom trousers would be boot cut, but these are. They are someone's piss.
Soaked Okay. Und das bringt uns plus 1 auf Conceptualization, a real statement to wear, und minus 1 zu Suggestion, unsavory odor. Waschen. This white satin shirt used to be fancy. It used to really catch the light. Now it smells like someone took a piss in the armpit. Okay, klingt gut. Items. Interact. Schlüssel haben wir keinen. Gut. Kann ich da wieder rausgehen? Mit Escape. Was ist das? Ah, das ist Ah ja, schau. Können wir jetzt alle auf 3 erhöhen. Aber fair sind wir jetzt auf 1, wenn wir die Hose anhaben. Aber dafür sind wir bei Electrochemistry auf 3, wenn wir die Hose anhaben. Conceptualization auf 5 und gleichzeitig Suggestion auf 3. Oh, wir können Level Up machen. Ach so, nein, doch nicht. Okay, was ist das? Also das können wir noch nicht unsere Hände. Na gut, schauen wir mal. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Spiegel. Let's go to the mirror. Okay. Das ist vielleicht besser so. Oh, ich sehe, wir haben gerade noch kein Gesicht. Really? Nothing? Wipe the mirror. No, wait. I'm not doing this. Back off. Really? Nothing? Tja, quasi eine Tabula rasa. Okay, wipe the mirror. Wir müssen uns sehen. Unbecome it. Okay. Mein Innenleben warnt mich davor, mich zu sehen. Maybe I should touch it first, make sure there's nothing wrong with my face. I don't care. Wipe the mirror. Better not know. Leave. Okay. Gute Frage. Wollen wir uns sehen? Ah, straightforward. Ja. Oh Gott, das war schrecklich. Wirklich nicht. Es schaut so aus, als hätte ich mich eine Weile nicht rasiert. Help me, what is this? Of course I do. It's, is it some kind of superstar? I think I'm a superstar. This is the face of a late stage alcoholic. Ja, die rote Nase würde darauf schließen lassen. Ja. Making it, making it itself. Okay, das ist unser Gesicht. Ich finde das super. Wir hätten vielleicht nicht in den Spiegel schauen sollen. I'm not making it, the face is making And okay, wir lachen, wir grinsen also die ganze Zeit scheinbar. Superstar.
I don't know, it's indescribable. I think it's supposed to look suggestive. I'm afraid it's meant for the ladies. Nein, nein, definitiv nicht. I'm insinuating that I'm vaguely sympathetic. I'm sort of pulling it off too. In a sad, has-been kind of way. There is some charm in it. It's an expression of pain. Ah, okay, wir nehmen Superstar, natürlich. Check your pulse. For now. Okay. Wir brauchen eine Enzyklopädie Formidable. Dig deep into your mind to locate the source of the expression. Immerhin eine 28%ige Chance. Oder Electrochemistry, very low, impossible attempt to stop the expression from happening. Let the mirror be for now. Okay. Grundsätzlich ist es so. Weiße Proben kann man später nochmal machen, wenn man sie versaut. Das heißt, im schlimmsten Fall kann man sie später noch einmal machen. Man muss dafür irgendwie steigen und man kann dann später natürlich auch noch Sachen in die Hand nehmen, die einen Plus bringen. Elektrochemie haben wir ja 3. Wir müssen hier aber 18 erreichen. Und da wir mit 2 Sechsseitern nur 12 haben, 12 und 3 sind 15, ist es eigentlich unmöglich, aber bei 2 Sechsern gewinnt man immer. Das heißt, eine 3%ige Chance hat man immer. Hier müssten wir 13 schaffen, wir haben Enzyklopädie 4. Wir haben 2 Sechser. Bei 2 Sechsern 4 plus 12 ist, ja, das heißt, wir haben 13 weniger 4 sind 9. Wir müssen also 9 oder höher würfeln und deswegen 28%. Ah, wir haben 5 XP gekriegt, weil wir unseren Puls gefunden haben oder auch nicht. Ja, machen wir mal die Enzyklopädie-Probe. Was soll's? Okay, wir können das nicht nochmal machen. Dabei. Put skill points into Encyclopedia to open this white check. Okay. Sollen wir das auch gleich ausprobieren? Ja, warum nicht? It's too late. Image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing. Ach, schade, es wäre schön gewesen, wenn sie alle eine andere Stimme gehabt hätten. Sie haben alle die gleiche Stimme. Wahrscheinlich unsere Stimme im Endeffekt. Das sind ja schließlich unsere Skills. Versuchen wir von dem Mirror wegzugehen. Können wir das abdrehen da? Schauen wir mal, was es sonst noch gibt hier. Okay, wir haben hier noch eine Jacke. Das finde ich mal gut. Nehmen wir mal die Jacke auf. Was? Take. Wir haben die Jacke sogar angezogen. Jacke. Esprit de Corps plus one. Okay, die bringt immerhin keinen Nachteil. Halogen Watermarks. Ah. Looks like someone's skin displays rough some long extinct animal. It has an enigmatic white rectangle on the back. Wir werden später herausfinden, dieses white rectangle bedeutet, dass wir bei der Polizei sind. Gucken wir mal hier. Hier haben wir was Rotes. Hier haben wir was Gelbes. Versuchen wir mal Gelb. Empty Cassette Case. Egal. Und dann. Green Shoe. Wir haben nur einen Schuh. Left Foot. This green crocodile leather shoe has a high heel
and chrome embellishments. It fits your left foot perfectly. Now all that remains is to find the other shoe. Okay. Wir haben unsere erste Quest. Finde den anderen Schuh. Das ist Europameisterschaft, deswegen schaut keiner zu. Oder es ist mein Dings. Ah, okay. Ah, schaut es nochmal, 83%ige Chance. Look out. Okay. Yay, unser erster Success. Okay. Ah, das ist ja cool. Wir sehen hier, es ist etwas nach außen gefallen und deswegen sehen wir, dass die Glassplitter so Dings. Yeah, I break it with my own hands. Okay. What did this then? Okay. Ah, unser Visual Calculus hat uns schon geholfen. Wait, what am I doing? Assess the size of the impact. Okay, ein Schuh zum Beispiel. Okay. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you could still find the other one on the balcony outside. The door to it should be outside your room. Okay. Cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Find your other shoe. Okay. Haben einen Auftrag. Find your other shoe. Finde ich gut. Ja. Na gut. Soll sein. So, dann haben wir noch dieses Teil hier. Da ist eine Krawatte drauf. Die wollen wir auch noch haben. Ich fürchte, das wird eine Aufgabe. Okay, können wir das abdrehen, so dass es nicht mehr dreht? Pull on the fan. Ah, wir kriegen plus 3, weil der Fan ist turned off. Oh. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your room. Bring it on. Pull again to turn the lights off. Ah, wir halten das aus. Oh. Ein Punkt Schaden. Wir sterben gleich. Finde ich gut. Na gut. Versuchen wir das zu kriegen. Come on. You swoop up and catch the time. Snap. It's released from the blade. Warning, warning. The necktie is no longer contained. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with four or five different patterns. If it's your friend, why was it up there? Who ties their friend to the ceiling? Gute Frage. Maybe this thing is dangerous somehow. Nein. Foreboding feeling fills you as you look at the tie. Okay.
Oh, ist das eine großartige Krawatte? Horrific Necktie. Das war ein Inland Empire. Vivid Imagination. The necktie is adorned with a garish pattern. It's disturbingly vivid. Somehow you feel as if it would be wrong to ever take it off. It's your friend now. You will betray it if you change it for some boring scarf. Okay. Oh, und wir haben da dieses empty cassette case. There used to be a tape in this case, but it was destroyed in a fit of rage. Something about the Etienne single, smallest church in Saint-Saëns. Whatever, however you pronounce this, must have rubbed someone the wrong way. The label says the song was recorded in 43. Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Na dann, ich glaube, wir haben uns alles. Oh, was ist das? Ach so, das ist die Tür da drinnen. Stimmt, die haben wir noch nicht angeschaut. Gut, diese Tür geht nicht auf. Können wir dieses Ding zumachen? Okay, locked, locked. Ja, danke. Wir rufen sie an. So, vielleicht drehen wir wieder das Licht ab. Aus dem Zimmer. Neuer Raum, machen wir die Tür wieder zu. Wir sind gute Menschen. Okay, da steht eine Frau, mit der wir sprechen können, aber zuerst, und ich möchte das betonen, das machen wir auf jeden Fall. Wir holen uns zuerst something on the table. Take all. Hey, wir haben Geld gekriegt. Wir gehen zuerst auf den Balkon und holen uns unseren Schuh. Ohne Schuh sind wir nicht da. Okay. I see this will take. Ah, das ist aber nicht. Okay. The smell of the sea makes you dizzy. Okay. Frage in den Raum: Ist es nicht etwas zu laut? Hört ihr das auch so laut wie ich? Aber keiner hört mir mehr zu. Ich habe einen Schuh. If briny winds washes you over. There they both are, two identical shoes, both copiously green and indiscriminate snake skin, reunited on your feet. Ah, genau so wie sich's gehört. Like two baby crocodiles. How do they fit? Good. They're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now. Okay. So, schauen wir uns mal die Schuhe an, wenn sie zusammen sind. Plus one of composure. Awesome Watchtower Heels. Ah, High Heels. Minus eins auf Savoir Faire. Heels ridiculously high. So, warte mal, wir haben da minus eins auf Savoir Faire und da haben wir minus eins auf Savoir Faire. Das heißt, das ist schon nicht mehr ganz so toll. Ah, schön. Was wir Plus und Minus haben.
1, 2, 3, 4, 5 Sachen im Plus und 1, 2, 3, 3 Minus. Okay, passt. Insgesamt steigen wir positiv aus mit unseren Items. Aber, soweit ich weiß, kriegen wir noch mehr Items und können dann unsere Hoden und ähnliches ersetzen. Auf jeden Fall sind wir ein großartiges Meisterwerk, könnte man beinahe sagen. Gehen wir wieder rein. Jetzt, wo wir den Schuh haben, geht uns ja gut. Nicht zu laut. Danke, Kind. Schaust du noch zu? Urarg. So, was machen wir jetzt? Sind wir peinlich? Oh, schau, sie will mit uns sprechen. Gut. Calendar says it's March, the year is 51. Okay. März 51. Das Lied war aus dem Jahr 43. Wir sind sehr in der Vergangenheit geblieben. Na gut, dann, wenn sie schon da ist, dann sprechen wir natürlich mit ihr, oder? Miss Oranje Disco Dancer. Gleisje. Okay. Wir hätten speichern sollen. Wir haben nur noch einen Lebenspunkt. Nicht, dass ich uns sterbe. Can't be more than 28. Okay. Now. There's only one solution to this. You're a businessman. Okay. Authority Businessman. Okay. Wir haben natürlich keine Ahnung, was wir sind. Why did you call me an officer? Because you're a police officer, sir. Okay. Are you sure? You've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. All You've been here for 3 days on official police business, no less. time. Okay. And what business is that? You couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Why don't you? I remember. Ah, hoffentlich kriege ich. Why don't I remember being a cop or anything else? Ah ja, das ist eine rote, die kann man nicht nochmal machen, wenn man sie versaut. Why don't I remember being a cop or anything else? Who is there in their right mind would let me be an officer of the law? Could it be because of the drinking? Wahrscheinlich. Okay. Remark, don't let it stand, assert yourself. Sollen wir auf unsere Authority hören? Die wird ja wohl wissen, was wir tun, oder? Richtig lustig über uns. Finde ich gut. Wir scheinen ein guter Police Officer zu sein. No, I have thrown my shoe out of the window. I deduced from the direction of the shutter. Ja, klar. Yes, what you just said, I can't come up with anything. Ah.
Okay. Sollen wir ihr recht geben? Five of authority. I'm sorry, I was being glib. I'm sure you're a great cop. Ja, jetzt plötzlich. Okay, das ist challenging. Wir hätten eine 28%ige Chance. Wir brauchen, was für einen Wert? 12 in unserer Suggestion 3. Das heißt, wir müssten 9 oder höher würfeln. Natürlich relativ schwierig mit 2 6-Seitern. Unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Und wir können es nicht nochmal machen. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich das mag. Try the expression on her. Let her know you want her physically. Vielleicht machen wir das nicht. Course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Okay. She looks back at you, a light glinting off her eyes. Goodbye. Bye. Ah. Looks like she left a nice long stub in the ashtray. It's like it's still smoking. Na super. Kann ich es nicht rauchen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Charakter unbedingt jetzt rauchen will. Gut, wir haben gesagt, wir wollen speichern, oder? Let's try to save the game. Let's see. Da gibt es eine Tür. Da kann man dran knocken. Oder reingehen. Okay, ist da gerade einer verschwunden. Lassen wir es in Frieden, die wollen nicht mehr mit uns reden. Und bezaubern können wir jetzt sie jetzt sowieso nicht, weil wir sind noch zu unfähig. This is the weekend edition of the satirical newspaper Trompe Le Monde. Okay, und dann gibt's noch Stiegen runter. Na dann, runter mit uns. Ich frage mich gerade, ob man diese Session auf... Okay. Gehen wir mal diese Dachluke. Summer door closed for the winter. Echt jetzt? Haben wir den Winter? Ich dachte, wir haben März. März mehr. This is where the lyrics would be. A big old karaoke mic. Just waiting for someone to sing into it. Yes, Karaoke. Ich liebe Karaoke. Speaker is connected to the radio. The music is seasoned with this with static. My soul is immense. My soul is modest. It's normal size. My soul is puny. My soul's cubic content is obscured by the hangover. Glaube, je nachdem, welche Sachen man nimmt, wird man ein unterschiedlicher Cop. Unterschiedliche Cop-Typen, das müssen wir uns noch anschauen nachher. Vielleicht sehe ich das dann. Ja. Goes well with a theory I'm developing that I'm a down on my luck superstar person. What would I should I sing when it comes to it? Listen, listen. Okay, ja, klingt gut. What should I sing when it comes to it? Church song from that tape you found.
Meinst du? Das wäre obvious, bist du dir sicher? Wir haben es zerstört. Of course, they'll really get a gold on my soul. Thinking maybe I would sing something happy. Get the crowd going. No, no. Don't sing the happy song. It's stupid. Sing the sad song. It's profound. Okay. Sing karaoke. Yes. Get hold of a sad song on tape. Ah, ja, genau, da steht das. Officer profile incomplete. Okay. Wir können dann... Oh, wir haben sogar einen Done. Find your shoe. Da gibt's dann Infos über uns. Je nachdem, was wir machen. Es geht hier nämlich nicht nur um den Fall, den wir versuchen herauszufinden, sondern es geht hier auch darum, wie wir uns selbst entwickeln. Okay. Mhm. Da oben steht noch was. The menu has been wiped clean. Only the word Monday is written on it. Okay. A woman's hand wrote yesterday's menu. Today starts in a man's handwriting. Ah. Gestern war eine Frau hier. This is a water cooler. A large bubble is rising to the surface. Okay. Sprech mal mit dem Typen da an der Bar. Hat einen Vogel. Guard. Okay. That was disdain in his eyes. Even now he is purposely ignoring you. Looks like he's not a fan. I sense you're not a fan of mine. Oh, no. You're a hero. A real hero. Bin ich das? Ich muss das. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Oh my god, I did all these things, those things. I think I didn't do any of those things. I do not appreciate your tone. There's no way to talk to an officer. Okay, let's go with it. Oh my god, I did all these, those things. No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here. Oh, come on. Warum? What have I been doing then? Have you seen me around? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Look at the stuff. Bird. Work of taxidermy. Lies among piles of coasters and drying mugs. One of his wings broken. The man is trying to mend it. Oh, vielleicht kann ich helfen. Okay. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola. The part of the world you are in right now. Okay. Quasi der Wappenvogel. Something about it makes you feel bitter. Ja, genau, wir fragen, ob wir helfen können. Where a man in a bomber jacket is tapping his foot on the floor. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Okay, are you the boss? I'm not the bartender, I'm the cafeteria manager. As the bartender. What's the difference? I have three cafeterias to manage. Three. Three.
Where did the Sylvie go? His eyes dart from left to right. This man isn't lying, but he is hiding something. She just walked. Okay. Dann halt nicht. Idiot. Muss ja nicht mit mir reden. Ich will ja nur irgendeinen Fall lösen. Welchen Fall überhaupt? Irgendeinen Typen, der am Strick hängt. The soft purr of an electric juicer comes from the kitchen. Someone is in here. Okay. Kitchen reserved for personnel until 13 o'clock. Okay, was ist das? The sign reads Mess Hall reserved for union members. Doors open 16 o'clock. Okay. Was ist das? This Royal Pinball Machine is unplugged. Wir können nicht flippern. Eine Frau im Rollstuhl. Ein Typ in Bomberjacke. Ich nehme mal an, das ist mein Buddy. Also okay, ich weiß, dass das mein Buddy ist. A bottle of rum has been knocked over. Beautiful dark liquid is spilling out. Ein schlafender Mann. Sleeping dock worker. A man is sleeping at the table, wearing mud-caked boots and wool-bound overalls. The back of his shirt reads Wild Pines, encircled by a little whiff. Ah, okay, Magnesium erhöht meine Moral. Wake him up, challenging. Das kann man später nochmal versuchen. Also so gesehen, let's just do it. You gently shake his shoulder, but nothing happens. This man could probably sleep soundly in a ship's engine room. 8 plus 2 ist 10. Okay, gut, wir brauchen mehr Bums, wenn wir mit ihm reden wollen. Gut, sprechen wir zuerst mit der alten Dame oder zuerst mit unserem Buddy? Der scheint wichtig zu sein. Also reden wir zuerst mit ihr. Hallo, Sweetie. You shouldn't keep your colleague waiting. Okay. This man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your name. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get Du, 72%, das ist eine gute Chance. Wir haben nur eine rote. Invent a name for yourself. Okay, let's invent a name. Raphael Ambrosius Gusto. Oh, Failure, wirklich? Wir haben nur einen Fünfer gewürfelt. Ein Sechser hätte gereicht. It's so cool, very cool. But won't I come off like a douche if I call myself that? You instinctively run your hand over the multi-pattern silk of your tie. Its slickness gives you comfort and reassurance. Don't worry,
Raphael Ambrosius Cousteau is one classy name for one classy cop. Yes, well. He doesn't even process what you just said, just moves on. Not for a moment does he believe that's your real name. He casts it aside as an intra-departmental joke, or a peculiarity he doesn't understand. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. No, I don't think so. We should ask him for a rundown of the area, now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interview? keine dieser Antworten ist gut. yes, the police. I'm aware, I'm a policeman. Das hilft natürlich sehr gut. What interviews? Wir haben keine Ahnung. I have, yes. Also wouldn't hurt to assure him the police are finally in full force. Have you mapped out the initial interviews? I haven't. Wir könnten einfach sagen, wir haben es nicht gemacht. Oder wir könnten freundlich sein und gleich mal zugeben, dass wir keinen blassen Tor haben. Der rennt ja sowieso mit uns mit. Okay, es gibt also einen dead body in a tree. Dead body? I don't like dead bodies. Look, man, you know, yeah, no, completely. Ich habe keine Ahnung. No. So, the body is still. Wir wissen ja, dass wir es nicht runtergetan haben, weil Gart hat uns ja gesagt, dass wir es nicht getan haben. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. How can you be so sure I'm from the police? Well, I can't remember anything. Ja, wir machen das. You drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. Hat er das? If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our number one concern. I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the Citizens Militia on your sleeve and on your back. Vielleicht habe ich das von irgendjemandem gestohlen. You could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Inspectorate General means internal affairs. What he's saying is, he's not from the Rat Squad and isn't supposed to suspect such things. Okay. Yes, but I'm not them. I'm from Criminal Investigation. Yes. They're not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM and a pattern resembling the street grid of Revachol West. Okay, das ist interessant. I would ask you to step into the headlights of my motor carriage, but again, it's none of my concern. I just need you to do your job. You mean you don't have a badge?
It was not on me when I woke up. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I would advise you to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Talk to the manager. Then we go out back and take the body down. Okay, gut. Wir glauben ihm, dass wir ein Police Officer sind. Wir haben das schließlich im Suff allen anderen Leuten auch gesagt, oder? Ja. Let's roll. Okay, wir haben zwei neue Tasks. Task 1, inspect victim's body. Wir haben inspect the body hanging in the backyard of the Whirling Inn wreck. Preliminary inspection, blah 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 blah. Interview cafeteria manager. Cafeteria manager of the Whirling Inn wrecks with known might know something about the murder that happened in the yard. Okay. You need to report your missing badge to the 41st precinct as soon as possible. The lieutenant said that you can use the radio in his motor car to call your station. Okay. Na dann. Ah, wir haben Kim bei uns. Gut. Na gut, ich wusste, dass das passieren würde. Soweit habe ich mir das Spiel schon angeschaut. Aber ein paar Dinge sind anders passiert als das, was ich das letzte Mal gesehen habe. Also so gesehen. Aber der andere, das was ich gesehen habe, der hat es auch geschafft, sich so Custod zu nennen. The man with the unimpressive beard notices you approaching. I am Kim Kitsuragi from Prison 57. This is an inter-district investigation. So joining me from Prison 41. He looks to you, realizing he still doesn't know your name. klar, wieso nicht? I'm currently in between names. Harbinger of Ruin. Hey, Telefonnummer gekriegt. He looks behind a pile of coasters, finds a slip of paper and hands it to the lieutenant. You said you just got here. From where? Are you a local? What, Bob Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. Drei. Many, many. So ein Angeber. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. Er mag die Gegend also nicht. Detective. He probably means this is where you step in and ask your questions. Body was behind the building, right? How do we get there? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. And how do we get there? See that door there? Yeah. Go out and turn right. There's a big hole in the fence. No need for a key. Just go through that hole and you'll be in the courtyard. Okay. Are you
you supposed to feel guilty about the whole? His sigh tells you, yes. Not so fast. You owe me 130 real. Tue ich das? No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. But let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility. You don't like those. Okay. Sagen wir fair, haben wir 0, weil wir minus 2 haben. Mock aristocratic. The IIR, or Inter-Isolaria, is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's also der Dollar. He means you owe him some money. Wow. You're a genius. Yes, that's right. Money. You owe this establishment 130 real. Who does that clown think he is? Arrest him! Ich möchte diesen Necktie wieder absetzen. What do I owe this place for? Wir könnten es zu einer philosophischen Frage machen. Arrest him. It would be wiser. He wants to take your money. I have to disarm a cop. I'm not talking to a tie. Take the tie off. Somehow the knot is stuck, so you can't get it off. The lieutenant watches you struggle with it. The sweat dripping from your brow. He puts his hand on your shoulder. If you don't have the money, it's okay. None of us are in this for the wages. That's cop four. I haven't offered to pay because I don't have any money either. Ich würde ganz gern die Necktie absetzen, wenn sie mit mir spricht. What do I owe this place for? Try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. Okay. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually, more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. Hmm. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. You are under arrest. Kann ich da nicht einfach gehen? What are you, a philosopher? Ja. Money is what grown-up people use to pay for things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of royal extra. Oh. Ich habe viel getrunken und getraucht. Interesting. Where did I get it from? Das ist, also, wir sind nicht ganz so bescheuert, oder? Proceed, but don't show him the coins. They're yours. Interesting. Where do I get it from? Why do I need it? Wir sind Anarchisten, wir brauchen kein Geld. Unless you want to become a hobo. Do you want to become a hobo? There's nowhere else to stay in Martinez and it's a cold spring outside. Money.
Money doesn't make you happy, but it lets you be unhappy for a while longer. If you run out of money, you die. It's like that for all of us. Me too. That's why I need you to pay me. I'm not an asshole. Ja, das sagen sie alle. Interesting. Why do I guess? Ich bin ziemlich sicher, dass es Cops gibt, die Bribes nehmen. Ja, aber das Geld ist weg. Das ist horrible. Okay. A shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. There's somewhere else I can stay around here. Don't have a home. I don't remember where my home is. Officer, you really need to take this up with your station. I have a shortwave radio in my car. Call them. Ask for assistance. We have to get this investigation started now. Good luck. Okay. I really don't remember. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Wahrscheinlich schon, ja. Near, south, maybe. You don't really know, do you? I don't. Does this mean I'm homeless? Only a vague, blackened image. Some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. Okay. Good. Who made the call reporting the crime? Call Sylvie. Pay for the damages. Okay. Und wir haben unseren ersten Gedankenauftrag. Ihr seht, wir haben hier einen Haufen mögliche Aufträge. Lonesome long way home. Temporary research bonus plus one encyclopedia. Factual memory returns. Research time 6 hours 5 minutes. Problem. Let's rewind. Let's trace your drunken steps back home. Jump across the race channel bridge southwest of here. Fall over. Get up. Get off the asphalt in 20 minutes. Shuffle your feet through courtyards scaring little children. Go under this great raised motor track, 881, until you reach Le Domaine, eminent in North Chamorro. The streets are frozen this time of year, caked with ice. Walk down Main to Perdition. There's a side alley there and your footprint in the mud. Okay.
Das ist nur das Problem. Die Solution sehen wir dann wahrscheinlich erst, wenn wir es haben. Okay, wir können das internalisieren. Wir können immer eins von denen internalisieren. Das kostet 6 Stunden, 5 Minuten. Grundsätzlich ist das sowieso perfekt, weil das bringt noch plus 1 Enzyklopädie, wenn ich das mache. Normalerweise ist das eher was ein Malus, den man da kriegt. Also machen wir das doch. Vielleicht finden wir ja unseren Weg nach Hause. Lonesome Long Way Home. Okay. So, wir speichern mal. So, jetzt könnten wir mit der Dame reden. Ich überlege gerade, wie spät haben wir es denn schon? 9:45. Ah, eine Viertelstunde spielen wir noch. Reden wir noch mit der Dame. Hello, übrigens. I see you've met up with your colleague. Okay. A silly dimple on your chin. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. Okay. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Oh, the rims of her glasses, and she looks up smiling. Okay, continue. Hire her. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. I drank so hard I forgot literally anything. Everything. I hope you're right. I hope it's not too bad. Yeah. I'm blowing this whole thing out of proportion. Forget I said anything. Running in Rex cafeteria, it was on my keys. That's right. And where is the Whirling in Rex cafeteria itself located? The edge of civilization, in hell. We're all in hell. See, no idea. We're in the city of Rexall, dear. Okay. Honestly, I don't know diddly squat about Revachol. What kind of place is this? How would I even begin to tell you? Revachol is the most beautiful city in the world. Ist sie das? Fortunate to be here, you and I. Ich weiß nicht, das schaut alles ziemlich runtergekommen aus. I haven't seen very many other cities personally, but everyone says so. Revachol is a rare jewel. This city used to rule the world. Okay. It has seen better days. You must look quite lost. Speaking of history, you know what year it is, yes? Yeah, it's the spring 51, of course. All I know is we are approaching the end of times. It's a bad year in my late 40s or 50s. I don't even know how old I am. Oh, das ist ja nett. She was getting pretty worried about you then, but now she relaxes her shoulders. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government?
keine Ahnung. Some kind of democracy, maybe. I'd like to think it's the dictatorship of the proletariat. Something tells me it's not. Our leaders are fierce warriors who traverse the plains on street on steeds. Civilization cowers before us. We are governed by intelligent machines that perform calculations to determine the free market. Everyone hustles and grinds like a badass visionary. Radios are being used to control people's mind and distort our perception of reality, conceding our true masters, foreigners and women. Cop. We are living under the cop. Definitiv nicht. Also wir sind definitiv nicht die Herren hier. Okay. Wir könnten natürlich die dummen Antworten geben. Ich gebe die zwei. I like to think it's the dictatorship of the proletariat. But something tells me it's not. Oh, sweetie. It's really not. There used to be people who thought that way. Other people who wanted those things, but they all went extinct. Okay. Control is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government of our own, and certainly no dictatorship of the proletariat. But they still have cops. Oh dear, this is troubling. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been a complicated matter since the revolution. Wir hatten ja doch eine Revolution. But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. Besides, I'm not the best person to explain the big things to anyone. Okay. She's scared now. She's realized you really are brain damaged. Okay. Defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new, something different. The rest of the world didn't like it, so they came and okay. Ended it. This was 42 years ago. Something to do with everything. I really don't know how to explain it better. I'm just a poor woman. What do I know of these things? And how can I help you? You didn't do too well, dear. You really only knew what year it is. It does look like you're having trouble remembering things. History and places. Reality, in a word. Very odd. A sigh. The lieutenant buries his nose in his... But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are often temporary. So... Oh, Kind, du brauchst nicht rauskommen. Ich höre jetzt hier gerade auf. Es ist schon 10. Ich schicke die Kinder ins Bett. Ah, okay. Ah, vielleicht ist es auch wirklich abgebrochen. Nein, doch. Okay. I wouldn't worry too much. Okay. Okay. More educated in sleeping matters. Maybe you should ask. No. I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Of course. Then I don't know. Someone rich maybe? Wealthy people are educated. A new task, get the reality loot out. Whatever do you mean? First light up, whatever do you mean? Killer
partner, sweetie? A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. I know. Also, side mysteries. Sequence killers and forays into the paranormal. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair accessible place, you see. I'd slow you down perhaps another time. Okay. Ha, sie würde mitkommen. Sollen wir so ein Geld anpumpen? Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager about your financial troubles. When do you get your next paycheck? If she could, this woman would feed and clothe you and every other sad, lost person on this earth. Hmm. Oh, I understand. Idealism. Ja, versuchen wir das. Wir haben 83%. Wir kriegen plus 2. Das heißt, wir haben plus 5. Und wir brauchen nur 10. Wir brauchen nur 5 oder höher. Come on. Papa braucht Geld. Just to tide you over. Naja, immerhin. He has a pin. Three sailboats in battery with the sun hovering over the water behind them. A chipped green banner at the bottom reads San Batiste, summer 31. Dinghy races. Cross the plaza and follow the road along the coast. Down by the water, there'll be a shack nestled against an old stone facade. That's the pawn shop. An old friend of my husband's goes there often. He says the owner is quite helpful. Okay. You're quite welcome, dear. Okay. Gut, meine lieben Freunde, schauen wir uns mal an, was wir da haben. Wir haben Kind Green Ape Pen. Das ist ja nett. A pen with a green ape head on one end. The ape has eyes. A kind expression adorning its face. It seems to be meditating. Und ein commemorative pin. 23 wert. Zusammen macht das immerhin 4,55. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir auf die 1,30 kommen. This usually tasteful pin, unusually tasteful pin, was produced to celebrate the Saint-Baptiste Summer Dinghy Races 31. It has the warm glow of a well-loved memento. Okay. Reality lowdown. You have no idea where you are. Nina encouraged you to ask others to explain the world to you in a greater detail. Na gut. Und wir sind schon auf 4%. Na gut. Kim? Lass uns gehen. Sleeping heals all your health and morale. Okay. Finde ich gut. Bevor wir uns dem Fall richtig widmen, werden wir Schluss machen für heute. Genau der richtige Ort, um Schluss zu machen. Let's save the game.
Und vielleicht spiele ich morgen am Abend weiter. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.